Kapitel 61. Das Plotquartett der Schatten. Der große Tag brach an. Die Sonne ging gerade auf und das Duo hatte sich vorgenommen, selbst wenn die Überquerung des Berges den ganzen Tag dauern würde, sie würden nicht mehr ruhen, bevor es alles endete. Die Gebirgskette vor ihnen wirkte wie ein Wall. Nicht wie einer, der das Innere dort einsperrte. Nein. Eher wie eine Barriere, die alles außerhalb aussperren sollte. Es war, als würde das Zentrum nach Aurora rufen. Sie wusste, hier war es. Nur rund 2 Kilometer trennten das Duo noch vom Fuß des Berges. Und diese waren eine Sache von einer Viertelstunde. Aus der Nähe erstreckte sich der Berg nun viel mächtiger, als noch aus der Distanz erscheinend. Bist du bereit, Aurora? Sobald wir da hochgehen, wird es kein Zurück mehr geben. Und jetzt können wir noch umdrehen, oder was? Nix da, also los, der Autor wartet. Gerade trat das Volona den ersten Schritt. Da ertönte eine Stimme hinter ihr. Jetzt sei mal mit der Ruhe, ja. Nicht nur der Autor hat auf euch gewartet. Eine altbekannte Stimme. Amagaga. Hasserfüllt wandte sich Aurora an ihren ehemaligen Freund und erblickte, dass dieser nicht alleine war. Die Schatten, die Plot-Elite, wie auch immer man sie nennen wollte, waren alle versammelt. Darkrai, Endynalos und Amagaga. Wir haben noch Dinge zu bereden, oder nicht? Verschwindet, alle drei! Epsilon hat verloren, also seht auch ihr die Niederlage ein. Wir haben Wichtigeres zu tun. Endynalos schien jedoch wenig Verständnis zu haben. Epsilon mag gefallen sein, aber wir führen immer noch die Mission weiter. Also Endynalos will das zumindest. Ich bin für Rache hier. Epsilon ist mir egal. Darkrai blickte stumm zu Boden. Außerdem. Wieder einmal entblößte sich eine Schadenfreude im Blick des ehemaligen Ligaleiters. Ist es doch schon so lange her, dass die Schatten zum letzten Mal wahrlich vereint waren. Mal Shadow, geselle dich zu uns. Während Aurora nicht ganz verstand, trat Mashadow in die Reihen des vorher Trios. Tja, was denkst du nun, Aurora? Was hast du dir denn gedacht? 4 Teams waren immer an den Versammlungen der Liga beteiligt. Team Nordica mit Darkrai, Team Fossil mit mir, Team Slash mit Epsilon. Dachtest du wirklich, dass eure Reihen frei wären? Immer noch wirkte das Ganze eher wie ein Traum für Aurora. Bitte, Polar, was soll das? Ist das irgendwie ein Scherz? Einen einzelnen Schritt trat der Schatten wieder hervor, so dass er nun vor dem Rest seiner Gruppe stand. Nein, Aurora, ich stelle mich dir erneut vor und erkläre dir alles. Ich bin Mashadow, Polar, wie immer du mich nennen möchtest. Der Schattenspion der Plot-Elite. Meine Spezialität ist Informationsbeschaffung und Täuschung. Nach der Begegnung beim Eisberg entschied sich Epsilon, dass ich euch begleiten sollte. Also, hast du alles gewusst von Anfang an und trotzdem lügst du mir so freudig ins Gesicht? Auf diese aggressive Frage reagierte Amagaga, der sich selber offenbar als eine Art Leiter der Elite sah, nun dass Epsilon besiegt war, sofort mit Gelächter. Schön wär's. Ihr denkt, ich wär nicht dicht, aber da kanntet ihr mal Shadows Prinzipien nicht. Ein düsterer Seitenblick des Schatten folgte. Lass mich sprechen. Ich bin Spion von Leib und Seele und ich bin fest überzeugt. Niemand kann so tun, als wüsste er nichts, wenn er Informationen hat. Deswegen habe ich kein Wissen von Epsilon erhalten. Ich wusste so viel, wie ich sagte. Und trotzdem bist du ein Verräter. Ich bin deine Schwester. Warum tust du das? Warum hältst du zu Epsilon? Ein Funken der Enttäuschung spiegelte sich an Mashadows Blick. Ich will nur Frieden, so wie damals auch schon. Als ich jedoch in diese Welt kam, ich erhielt die Kraft der Plot-Elite und Epsilon war die Einzige, die für den Plot kämpfte. An dieser Stelle nahm die Debatte jedoch eine Wendung. Ein Twist, welchen niemand vorhergesehen hatte. Zum ersten Mal erhob nämlich nun Darkrai seine Stimme. Und sie hatte Unrecht, verdammt. Epsilon war nie im Recht und wir auch nicht. Und ich weigere mich hier für irgendeine Rache zu stehen. Er wandte sich an Aurora. Ob du mir vertraust oder nicht, ist mir egal. Ich habe euren Sieg über Epsilon gesehen und gewusst, dass Amagaga planen würde. Ich bin nur mitgekommen, weil ich diesen Scheiß nicht mehr ertrage. Ich wollte doch auch nur Frieden.
Und die Ereignisse haben mir bewiesen, dass dein Weg der richtige ist, Aurora. Finstere Kraft begann sich in seiner Hand zu sammeln, als er sich vor Aurora stellte, den Rücken zu ihr gedreht. Wenn ihr also den Frieden stoppen wollt, dann müsst ihr an mir vorbei. Unsicher, ob sie Darkrai tatsächlich Unrecht getan hatte oder ob dies eine Täuschung war, hörte die Plottkriegerin ihren Bruder weitersprechen. Eine bekannte, orangene Energie sammelte sich in seiner Hand. Ein Plottangriff. Deswegen war ich Teil deines Teams, Aurora. Ich gab Epsilon Informationen und ich hatte euch beschäftigt, zum Beispiel erst am Tag des Champion-Duells. Ich zögerte euch hinaus, damit ihr keine Zeit mehr hättet, Darkrais falsche Registrierung rückgängig zu machen. Ein weiteres Mal wurde er von Amagaga unterbrochen. Und glaub mir, er war scheiße in seinem Job. Die Hälfte der Informationen waren falsch. Ohne ihn hätte Epsilon euch selbst auf dem Vulkan empfangen können. Oder auf dem Eisberg. Lass mich reden, verdammt. Während Amagaga zuckte, schaltete sich Endynalos wieder ein. Wenn du die Plot-Energie wegpackst, du hast doch gesehen, was dieses Vulnona daraus macht. Wieder kam als Antwort alleinig ein kalter Blick. Nun darf ich meine Erklärung beenden. Ich reiste mit euch, habe alles erlebt und jeden Meter des Weges wusste ich. Ich war ein Verräter, so ist es meine Bestimmung als Spion und war es schon immer. Und doch traf ich meine eigenen Entscheidungen. Endynalos, ich weiß sehr wohl, wozu Aurora mit der Plotkraft in der Lage ist. Deswegen. Ohne Vorwarnung schoss Mashado den Plotangriff nach vorne und Aurora erkannte die Wahrheit seiner Worte. Sofort sprang sie vor Darkrai, mitten in den Angriff. Schier endlose Energie durchfuhr sie, als jedes einzelne bisschen Plot durch ihre Adern floss. Mashadow stand nun auch wieder neben ihr. Deswegen entschied ich mich schon nach Tagen, dass ich nicht euch, Team Polana Watra, verraten dürfte, sondern die Plot-Elite, denn du warst von Anfang an, was Epsilon glaubte zu sein. Ich habe Epsilon falsche und richtige Informationen gegeben, in einem Mix, der nicht zu auffällig war und euch doch half. Also dann, Endynalos Amagaga, wollt ihr immer noch kämpfen? Erleichtert wandte sich die Plot-Durchzogen an ihren Bruder. Du hast mir gerade wirklich Angst gemacht, weißt du das? Ich habe weiter gelogen, ich weiß. Aber dieser Auftritt war nötig, damit ich die Plotkraft ungestört freisetzen könnte. Und auf einmal wendet sich das Blatt nicht. 5 Mitglieder hat die Plot-Elite. Epsilon ist gefallen und die restlichen 4 stehen nun gegeneinander. Ruhig und doch schwer atmend wandte sich Endynalos an den einzigen Teampartner, der ihm noch verblieb. Also sind es wieder nur wir, Amagaga. Genau wie damals am Cliff, bei der Meisterplan. Wie wäre es dieses Mal mit etwas mehr Teamwork, ja? Nun auch etwas weniger überschwänglich antwortete der Wissenschaftler. Nun gut. Dieses Mal habe ich mehr als genug Stoff für uns beide. Kannst du mir einen Gefallen tun und kurz den Rucksack herübergeben? Kurz zögerte das Fossil. Dann zog er eine goldene Flasche heraus und nahm den Beutel ab. Das Ding hier behalte ich aber. Immer noch sehr ruhig nahm Endynalos die restlichen Tränke an sich und durchsuchte sie kurz, bevor eine Flasche mit dunkelblauer Flüssigkeit hervorzog. Was waren diese hier nochmal? Bomben? Sehr gut. Sofort warf Endynalos die Flasche zu Boden. Direkt auf Amagaga, der gegen den Berg geschleudert wurde. Aber, Dün, was soll das? In diesen Momenten verschwand all die vorig-schaurige Ruhe des Drachen. Nenn mich nicht so. Ich habe dich satt. Diese ganze Gruppe. Niemand von euch sieht die Wahrheit. Epsilon kämpfte bis zum letzten Atemzug und so sollten auch wir es, aber diese beiden. Die letzten beiden Worte betonte er voller Abscheu, während er auf die Schatten an Auroras Seite zeigte. Sie verraten lieber die Wahrheit unserer Meisterin und du kämpfst nicht für die Mission, sondern für wahnsinnige Gelüste. Ich brauche dich nicht, ich brauche niemanden. Gibt es vielleicht noch jemanden, der mich verraten will? Ach, warte. Ich bin ja schon alleine. Willst du dich vielleicht auch noch der Gruppe da drüben anschließen, Amagaga? Stellst du dich auch noch gegen mich? Ohne Vorwarnung
öffnete Endynalos den Beutel über seinem Kopf und alle Flüssigkeiten von Amagaga ergossen sich über den riesigen Drachen, der sofort von seltsamen Farben durchströmt begann zu schreien. In der Zeit sprang Amagaga panisch auf und stellte sich neben Darkrai. Verpiss dich, geh! Ich will dich hier nicht haben, du bist nichts als ein Irrer! Kalt wie selten antwortete das Fossil auf diesen Ausruf. Und doch bin ich rational und Stratege. Selbst ich erkenne, dass der einzige Feind in dieser Situation dort ist, mit all den Tränken auf seiner Seite. Ich habe keine Ahnung, was er damit alles kann. Aber keine Sorge, wenn das jetzt zu Ende ist, bin ich weg. Aber in diesem Kampf stehe ich auf eurer Seite. In denselben Momenten durchdrangen grelles Licht und weitere Schreie den ewigen Drachen, bis sich langsam das Gewusel legte. Grelle Farben strahlten nun von Endynalos Körper, was auch immer nun vor ihm stand oder schwebte. War nicht mehr der normale Endynalos. All diese Kraft, endlose Macht, Dimensionen in einer, die Vision des Visionslosen, Rache für die gefallene Königin, eine Mission des höchsten Dieners. Kraft endloser Welten, endloser Geschichten, einer einzelnen Wahrheit. Auf Epsilon folgt Zeta, Kraft der ewigen Weissagung. Zeta in Dynalos, Zeta, Zeta. Ein weiteres Mal durchdrang ein lautes Brüllen die Ruhe. Alleine der Schall so kräftig, dass Aurora Probleme hatte, auf der Stelle stehen zu bleiben. 7 Kugeln begannen um Endynalos zu kreisen. Oder was auch immer dieses Wesen nun war. Sie ähnelten Endynalos Orbs, waren jedoch um ein Vielfaches größer. Jede von ihnen vertrat eine Farbe des Regenbogens. Die Nummer 7 war pechschwarz. Was sind all diese Kräfte? So endlose Macht aus so kleinen Flaschen? Ich hätte mich schon früher deiner Tränke bemächtigen sollen, aber Gaga. Wenn Epsilon gefallen ist, dann muss ich eben das Werk der Meisterin vollenden. Die nächste Generation des Plots, Zeta, bricht an. Aurora, du denkst, dass du nun die wahre Plotkriegerin bist. Nur da Epsilon aus Zorn das Ziel überschoss. Nichts ändert sich. Selbst meine innersten Bürden strahlen durch diesen Zorn. Und nun werdet Zeugen meiner Überlegenheit, Verräter und Fehlgeleitete. Erneut folgte ein Brüllen. Dieses Mal sollte es Furcht erzeugen und eine Dominanz zeigen. Noch fiel es Aurora schwer, die wahre Kraft Zetas einzuschätzen. Doch Amagaga wirkte sich dessen bereits sicherer. Das gewinnen wir nicht. Nicht so. Nicht gegen ihn. Immer noch im Zorn auf das Mastermind der Plot-Elite, antwortete Aurora, wie sie dachte. Wenn du aufgeben willst, dann geh doch. Ich werde kämpfen und gewinnen. An diesem Kampf liegt mehr als nur ein Sieg, Amagaga. Wir müssen hier weiter, ob wir wollen oder nicht. Es schien jedoch, als hätte in den Worten des ehemaligen Leiters eine andere Botschaft gesteckt, als die beiden Geschwister erst verstanden. Er ist übermächtig. Im Kampf können wir nicht siegen, aber... Er warf einen Blick auf die eine Flasche, welche er aus seinem Beutel entnommen hatte. Wir können ihn für immer versiegeln. Für immer. Aurora, ich brauche einmal deine Hilfe. Diese Flasche beinhaltet die Essenz einer fernen Dimension. Wenn ich sie zu Endynalos werfe, zerstöre sie mit einem Angriff. Aus ihr entspringt ein Portal in eine ferne, abgeschottete Dimension. Eigentlich war es für dich vorgesehen, aber das hier ist wichtiger. Ein ungeheures Misstrauen sorgte für widerstrebende Gefühle im Vulnona, doch sie wusste. Dieses letzte Mal sollte sie Amagaga wohl tatsächlich vertrauen. Meinetwegen, also los, bringen wir es hinter uns. Sofort tat Amagaga, was er versprochen hatte. Er warf die Flasche hoch in die Luft, direkt über den Kopf des Plotdrachen. Ein Blizzard traf nicht nur diesen, sondern zerbarst auch die Flasche. Amagaga hatte nicht zu viel versprochen. Ein riesiges Portal öffnete sich sofort. Ein starker Sog führte in es hinein. Endynalos war direkt unter ihm, direkt im stärksten Punkt des Soges. Doch er rührte sich nicht. Was erwartet ihr euch von einem derartigen Trick? Aurora,
Wozu bin ich in der Liga der unbewegliche Meisterkämpfer? Aber gut, ihr enttäuscht mich. Dann bin ich jetzt dran.